Moin moin, liebe Gartenfreunde. Heute gibt es ein kleines Video über Kräuter, wie ich die im Gemüsebeet angelegt habe, und meine Wasserversorgung zeige ich dann auch im Anschluss nochmal. Fangen wir an. Also, entlang meines Staketenzauns habe ich verschiedene Kräuter, unter anderem Rosmarin, die Gartenpimpinelle und direkt hier vorne, da so ist der Estragon. Dann ein paar Blumen, dann kommt der Schnittlauch, Oregano und Minze. Minze ist dann hier vorne. Ich habe den Üsop, einen großen Salbei, der ist schon 4-5 Jahre alt. Dann haben wir in dem kleinen Feld hier vorne, da ist der Anis-Isop. Und das erste Mal Etagenzwiebel, zwei Stück sind da schon am Sprießen. Dann kommt ein Feld Petersilie. Wieder ein bisschen Schnittlauch und hier der Thymian. So, der kleine Durchgang. Dann haben wir die Schokominze. Die Zitronenmelisse. Winterheckenzwiebeln, die sprießen schon ordentlich. Wieder Schnittlauch, Goldmarioan, Ananassalbei ist mir dieses Jahr leider eingegangen und der Waldmeister hinten in der Ecke. So. Einmal entlang des Staketenzauns, parallel zu den Gemüsebeeten. Als kleine Barriere. Denn ich hatte in Prospekten bzw. in Literatur, in Büchern hatte ich gelesen, dass zum Beispiel der Salbei Schnecken abhalten soll, dass so auch die Minze Schnecken abhalten soll, die Oregano und Rosmarin, Thymian, die blühen ja sehr schön, Anis-Üsop und auch der Üsop selber blühen schön, die holen die Schwebefliegen ran, die wiederum Blattläuse fressen. Der Oregano soll auch angeblich gegen Blattläuse helfen. Ja, und seitdem ich diese Kräuterstraße hier gemacht habe, habe ich also letztes Jahr keine Schädlinge im Garten gehabt, weder Raupen noch irgendwelche Blattläuse, Erdflöhe, gar nichts. Ich habe, was gibt's denn noch? Was habe ich denn noch gehabt? Die Möhrenfliege, die Erdfloh, die Raupen, also alles, was man sich so denkt an Schädlingen, Schnecken, ja, genau, der Klassiker, Schnecken, habe ich halt eben gar nichts gehabt. Und vermutlich liegt es auch wirklich daran. Zudem ist es natürlich auch cool für die Kinder, freuen sich natürlich jedes Mal hier entlang zu gehen und sobald etwas sprießt, es dementsprechend auch anzufassen und dran zu riechen. Und ja, Schnecken hält es fern, Kinder zieht es an, Kräuter ist eine feine Sache. Ja, das so zu meinen Kräutern. Ich denke, das soll es erstmal gewesen sein. Jetzt der Teil
Wasser. Zum Teil Wasser. Ich habe zwei Regentonnen. Und zwar die eine Regentonne, die wird hier durch diesen Schlauch befüllt. Der Schlauch geht einmal quer durch den ganzen Garten, schön verbuddelt, bis da hinten irgendwo auf dem Wall. Und dort wird sie vom Dach her wird die Regentonne gespeist. Und das Wasser läuft dann durch eine Leitung einmal in diese erste Tonne rein. Somit ist die erste Tonne immer voll. Für mich, fürs Gewächshaus, fürs Gießen. Der Überlauf selber geht dann in die andere Tonne rein. Und die andere Tonne ist für die Kinder und auch natürlich für mich. Wobei da der zweite Schlauch dann rausgeht und in eine Schwengelpumpe. Und die Schwengelpumpe ist dann für die Kinder da. Die Kinder können da halt eben ihr Wasser zapfen, ohne die Regentonne öffnen zu müssen, ohne reinzufallen. Da sind große Deckel drauf. Muss man ja auch ein bisschen Sicherheit haben. Und ja, das überflüssige Wasser, was da drin ist, oder was sie rauspitschern, das landet hier unten in einer kleinen Wanne. Also kann man hier vielleicht besser erkennen. Die habe ich mit Steinen ausgelegt, darunter ist Folie. Und dort ist ein Abflussrohr angelegt. Dieses Abflussrohr fängt dann das Wasser auf, was hier halt eben überläuft, dran vorbeiläuft, runterläuft, wie auch immer. Unter dieser Holzplanke entlang in diese schöne Regenrinne. So, diese Regenrinne führt genau entlang der Kräuter. Einmal komplett. Hier entlang, hier entlang. Da entlang. Bis da hinten. So, und da hinten ist dann irgendwo das Ende. Dort ist ein Drainagerohr eingepflanzt oder eingebuddelt und das führt wiederum hinten zu den ganzen Bäumen. Somit wird das Regenwasser, also wenn es doch ein bisschen zu viel ist, also ein bisschen zu viel da ist, dann kann ich das Wasser halt eben von dort aus weglotsen zu den ganzen Obstbäumen und habe hier das trotzdem einigermaßen trocken. Ja, so viel zu meinem Garten, zu den Kräutern, zu der Wasserversorgung. Ja, mehr gibt es ja nicht zu erzählen. Wie gesagt, Wasser habe ich extra so gemacht, dass die Kinder auch Spaß dran haben. Und bei den Kräutern, natürlich soll meine Frau auch was davon haben, ne? Ein leckerer Cocktail am Sonntagabend. Aber auch die Kinder sollen ihren Spaß haben. Und wie gesagt, so wie ich das jetzt aufgebaut habe, mit dem Wasser, in Verbindung mit den Kräutern, habe ich das letzte Jahr so gut wie keine Schädlinge gehabt. Also Schnecken, gut, es war natürlich auch ein heißer Sommer, aber auch selbst davor das Jahr hatte ich schon sehr viele Kräuter und ich habe da auch nie Probleme gehabt. Irgendwelche, ja natürlich ein bisschen was, ja, aber es war tendenziell sehr wenig. Um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen, war es das von mir. Ich hoffe, euch hat ein bisschen was gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Da kommt das nächste Kind schon wieder angerannt. Wir sehen uns nächste Woche, hoffentlich. Und bis dahin, schönen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.